Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video direkt aus Mallorca, direkt aus Palma de Mallorca. Und wir haben Sonntag, wir ziehen mal ein bisschen durch die Gegend. Familienausflug, aber werdet hauptsächlich mich sehen. Wir ziehen ein bisschen durch die Altstadt und gehen vielleicht was Nettes essen. Ich nehme mal mit, mal gucken, was passiert. Wir machen einfach mal einen mal gucken, was passiert Vlog. Auf geht's! So, kurz ein bisschen hier Input. Die Altstadt von Palma ist sehr groß, ist eine der größten Altstädte auf der Welt wahrscheinlich und zieht sich quasi durchs ganze Zentrum. Es gibt nicht eine Altstadt, also es ist eh alles. Kriegt jetzt die Bilder, die Leute, die hier öfter sind, die kennen das ja. Aber ich schaue jetzt noch ein paar Bilder rein. Das ist hier einer meiner Lieblingsplätze, wo wir gerade vorbeikommen, Plaza Coll. So, jetzt sind wir hier auf der Avenida Born. Avenida Born ist eine der teuersten Einkaufsstraßen Spaniens und wahrscheinlich auch Europas somit. Hier Louis Vuitton, Rolex, die sind alle hier. Ja, ist ganz schick. Ja, wir sind erstmal am ersten Ziel, beziehungsweise an unserem Ziel angekommen, wo wir was essen wollen. An der Plaza de la Drassana, mitten in der Altstadt, direkt am Hafen. Hafen ist da. Altstadt Richtung und Kathedrale ist da. Und wir hocken da in der Bar Cotto. Nice Bar, gutes Essen. Ja, und hier ist Plaza de la Drassana, ist auch eine... Ja, ich sag mal, eine belebte Straße, belebter Platz, auch nachts, abends, am Wochenende ist hier gut was los. Ah, da muss man an die alten Zeiten denken, wo wir mit so einer Autos 20 Mal nach Türkei hin und zurück gefahren sind, Alter, unkaputtbare Kisten, ne? Muss man sagen. Ja, so ist er, der Foodvlogger, der immer erst am filmt, wenn es schon leer ist. Übrigens sind heute Wahlen in Spanien. Merkt ihr, ich bin der politische G. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Der ist ein bisschen blass. Der ist ein bisschen blass. Der sieht blass, da fehlt der braune Zucker. Da fehlt der braune Zucker, du hast absolut recht. Aber die haben bestimmt Zuckersirup drin. What a day! Ein wunderschöner Sonntag in El Palma de Mallorca. Alle. So, da habe ich nicht komplett die Leute enttäuscht, mir hier doch noch was Schönes zu essen. Guten Appetit. So, sind wir noch an einem meiner Lieblingsplätze. Das ist Plaza Santa Eulalia. Die Kirche heißt Santa Eulalia. So heißt der Platz auch. Hier gibt es ein nices Kaffee in der Ecke. Gönne ich mir jetzt nochmal einen Drink. Und ab geht's nach Hause. Noch ein paar Eindrücke von euch, für euch, von der Altstadt. So, das war die Runde für heute. Ich hoffe, das hat euch irgendwie gebockt, das Video. Total planloses, sinnloses, zielloses Video. Aber ich glaube, ich mache es euch demnächst öfter. Einfach durch die Gegend ziehen, euch ein bisschen mitnehmen. Lasst mal ein Abo da. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und lasst einen Kommentar da. Ganz wichtig für den Algo. Kickt den.